Die Stadt Waldshut wurde 1250 von den Habsburgern gegründet. Auf einer Terrasse hoch über dem Rhein liegt Waldshut. Der Fluss bildet die Südgrenze der Stadt und gleichzeitig die Landesgrenze zur Schweiz. Eine Verbindung zur Schweiz besteht durch diese Fähre, die täglich viele Schweizer Bürger in die Einkaufsstadt Waldshut bringt. Bei Rundfahrten mit dem Fährschiff können die Fahrgäste Waldshut aus ungewohnten Blickwinkeln betrachten. Eine Rundfahrt geht bis zur Aarebrücke. Die Aare mündet kurz vor Waldshut in den Rhein. Viele Besucher der Stadt kennen die Aare nur aus Kreuzworträtseln. Der B34 folgend erreicht man die Hauptverkehrsverbindung zur Schweiz. Die Straßenbrücke nach Koblenz ist ein vielbenutzter Grenzübergang für Warenverkehr und Tourismus. Neben der Straßenbrücke führt auch eine Eisenbahnbrücke zur Schweiz. Die Bahnstrecke wird von einem modernen Triebwagenzug befahren. Mit etwas Glück kann man aber auch Waldshut mit einem Nostalgiezug erreichen. Die historische Altstadt von Waldshut wird nach Osten durch das obere Tor begrenzt, das einst zum Befestigungsring der Stadt gehörte. Waldshut wurde von den Habsburgern als Hüterin des Waldes gegründet. Dieses österreichische Herrscherhaus stammt ursprünglich aus dieser Gegend. So erklärt sie auch, dass dieser Landstrich einst Vorderösterreich hieß. Vor 200 Jahren beendete Napoleon die österreichische Herrschaft am Hochrhein. Der Habsburger Löwe am oberen Tor erinnert an die vorderösterreichische Zeit. Die Kaiserstraße, die von den Waldshutern gern als gute Stube der Stadt bezeichnet wird, ist eine große für den Markt bestimmte Gasse mit imposanten Häuserfassaden. Eine moderne Brunnenanlage mit Waldshuter Motiven lockert das Stadtbild auf und erfreut vor allem die Kinder. Ein Barockbau mit schöner Fassade, Wappen und Sonnenuhr ist das Waldshuter Rathaus.
Die Kaiserstraße wirkt wie ein herausgeputztes Stück Vergangenheit. Das Metzgertörle ist ein Durchgang zur Wallstraße. Im hinteren Teil des Gebäudes wurde einst geschlachtet. Nach Westen wird die Altstadt durch das untere Tor begrenzt. Vor dem Tor steht eine weitere moderne Brunnenanlage. In der Altstadt blieben viele Erinnerungen an die österreichische Zeit. Am westlichen Anfang der Rheinstraße fällt die alte Spitalkapelle mit der renovierten gotischen Außenfassade ins Blickfeld. Über der Eingangstür sind verschiedene Wappen aufgemalt. Bei Restaurierungsarbeiten in den 80er Jahren wurden Malereien aus dem Jahr 1660 freigelegt und wiederhergestellt. Im Spitalhof hinter der Kapelle sind noch Reste der alten Stadtmauer zu sehen. Vom Spitalhof blickt man nach Westen auf den abfließenden Hochrhein. Die Löwengasse verbindet die Rheinstraße mit der Kaiserstraße. In der Rheinstraße waren einst die Handwerker zu Hause. Die überstehenden Giebel der alten Häuser dienten zum Aufzug von Waren. Am Ende der Marienstraße und Wallstraße steht die Stadtpfarrkirche Liebfrauen. Es lohnt sich, einen Augenblick in der Kirche zu verweilen. Die nördliche Parallelstraße zur Kaiserstraße ist die Wallstraße, durch die wir jetzt zum westlichen Stadteingang gelangen. Neu gestaltet wurde der Viehmarktplatz mit einer Tiefgarage unter dem Platz und einem Geschäftshaus. Der Platz leitet über zum Stadteingang West. Der untere Torturm ist der älteste Turm der Stadt. Der Turm wurde von der Junggesellenschaft 1468 als kleines Museum ausgebaut. Vor dem Turm steht die Statue eines Waldshuter Junggesellen. Die Junggesellenschaft 1468 Waldshut besteht seit der Belagerung der Stadt durch die Eidgenossen im Jahre 1468. Deren glücklicher Ausgang jährlich mit der Waldshuter Kilbe gefeiert wird. Es ist unmöglich, die Kaiserstraße in einem Durchgang zu erforschen. Die Kleinigkeiten fallen erst bei einer zweiten Besichtigung auf. Die meisten Gebäude der Altstadt haben ihre Hauszeichen.
Neben den Hauszeichen entdeckt man bei vielen Häusern wunderschöne Kassettendecken. Obwohl in der Kaiserstraße jedes Haus anders gestaltet ist, hat der Gesamteindruck der Straße seinen historischen Charakter behalten. Man sollte sich die Zeit nehmen, den Brunnen vor dem Rathaus etwas genauer zu betrachten. An vielen Häusern findet man auch Hinweise auf die geschichtliche Vergangenheit der Gebäude. Der dritte Brunnen der Kaiserstraße steht vor dem östlichen Stadtausgang. Am Torturm ist das Waldshuter Männle abgebildet. Nach der Legende sollen die Gründer der Stadt für die Namensfindung einen Preis von 10 Gulden ausgesetzt haben, den ein Hotzenwälder Bauer bekam, als er den Betrag mit diesem bekannten Satz in seinen